In diesem Video geht es darum, wie ich mein eigenes Spiel programmiert habe. Zuerst habe ich ein einfaches Movement-System gebaut und dass die Waffe eben dahin aimt, wo man mit der Maus hinzeigt. Und das sieht eigentlich schon mal richtig gut aus und funktioniert auch eigentlich richtig gut. Also können wir direkt weitermachen. Nun habe ich daran gearbeitet, dass die Kamera eben den Spieler verfolgt. Das sehen wir hier, wenn ich jetzt laufe. Und dann sieht man eben, dass die Kamera so ein bisschen nach rechts geht, wenn ich nach links gehe. Und eben, wenn ich in die andere Richtung gehe, dass sie dann ein bisschen so smooth mitgeht. Und das finde ich eigentlich, sieht richtig smooth aus. 10 von 10. Dann habe ich noch das Bullet in die Szene hinzugefügt. Perfekt. Das sieht dann doch schon ein bisschen besser aus. Dann habe ich auch noch das Shooting ins Spiel integriert. Also, dass man, wenn man die Maustaste drückt, dass man dann einfach so einen random Pfeil schießt. Und ja, Unity's Physics-System kam damit nicht so klar, weil ich die Geschwindigkeit von dem Bullet etwas zu schnell gemacht habe. Aber an sich funktioniert das Schießen schon mal ziemlich gut. Aber die Teilchen werden halt noch nicht gelöscht aus dem System. War an sich schon mal 10 von 10, ne? Dann habe ich ein paar Straßen erstellt, denn das Spiel soll so aufgebaut sein in so Straßen. Ihr seht schon, wie viele Ordner ich im Materials-Ordner drin habe, wie viele verschiedene Straßen und so. Das war ein gutes, richtig gute Serie an Packs. Und wir sehen jetzt aber, das ist jetzt eine Plattform. Natürlich kommen noch viele weitere hinzu. Hier haben wir beispielsweise auch noch die Industrial Zone. Die werden immer hintereinander generiert und es wird immer mehrere verschiedene Sachen von jeder Zone geben. Also es gibt 3 Industrial Zones. Aber wir sehen hier haben Prison, Power Station, Residential Area, Severage, Ghetto und so weiter. Es gibt hier sehr viele verschiedene Sachen in meinem Spiel. Zu jedem soll es dann auch unterschiedliche Enemies geben, also mit unterschiedlichen Skins und auch unterschiedliche Bossfights. Das heißt, immer wenn man genug Coins hat, kann man einen neuen Bossfight freischalten und dann hat man eben zu der jeweiligen Zone, kann man dann nicht im Level halt, nicht im Endless-Generator, sondern halt eben separat ein Bossfight. Und natürlich habe ich hier auch noch die Business Zone und die sieht so aus. Hier haben wir sogar schon die Enemies, die habe ich für die Business Zone sogar schon fertig programmiert. Die haben auch eine eigene Health Bar und ja, das zeige ich euch dann gleich. Außerdem habe ich hier einen Level Generator programmiert und den schauen wir uns jetzt mal einfach mal an. Also ich habe jetzt hier, wenn ich das Spiel starte, sieht das Ganze jetzt so aus. Wir haben links oben die Health Bar, hier ist halt noch schwarz, vielleicht muss ich hier auch noch mal einen Hintergrund hinmachen. Aber an sich sieht das Game so aus. Hier unten habe ich die 2 Items hinzugefügt, Money und die Premium Währung Cards. An dieser aber noch nicht im Spiel integriert. Aber wir sehen, wir können hier jetzt laufen und das Movement-System finde ich richtig gut. Man kann mit 2 Hits einen Enemy töten und die fallen dann praktisch so runter. Jetzt sehen wir haben ein bisschen Health verloren. Und das Spiel, je länger man drückt, umso höher springt man auch. Aber das Spiel macht richtig Spaß zu spielen, finde ich. Also ohne Scheiß jetzt. Das Gameplay ist nicht zu schwer, aber auch nicht zu einfach. Man kann hier gut durchlaufen, man ist gut im Level-Flow drin und das ist genau das, was mir an diesem Spiel gerade so gefällt. Und noch diese Abwechslung aktuell mit diesen verschiedenen Straßen finde ich richtig gut. Natürlich müssen da jetzt noch viel mehr Straßen hinzukommen, damit das Ganze dann auch noch abwechslungsreicher wird. Aber an sich finde ich das Spielprinzip eigentlich voll cool. Es soll dann später auch sowas wie Boxen geben, wo man dann verschiedene Charaktere rausziehen kann, Daily Rewards und verschiedene Events, wie auch neue Charaktere und so weiter. Und eben sind vor allem die Bossfights entscheidend, für eben das Spiel. So wie eben auch der Skilltree, der dann auch mit dem Level-System ins Spiel kommen soll. Das war's dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, damit ich weiterhin solche Videos veröffentlichen kann und damit ich sehe, dass es euch sowas gefällt. Dann möchte ich mal gerne euer Feedback hören. Das Video und das Spiel ist. Und falls ihr noch weitere Ideen habt für das Spiel, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ciao!